Ja, ich kann nicht runtergehen. Wie soll ich bitte rauskommen? Da ist jetzt was nicht ganz in Ordnung. Der Steuerung. Jetzt muss ich mal kurz ins Hauptmenü zurück. Gut, kann ich auf Fortsetzen oder so drücken? Okay, müssen wir es alles nochmal durchleben. Jo, scheint so. Ja, ich laufe die ganze Zeit nach oben, auch wenn ich es nicht will. Irgendwas hängt gerade. Ah, jetzt ist es weg. Bleiben wir lieber bei der Maus, denn die Tastatur macht wohl Schwierigkeiten. Ja, jetzt müssen wir uns halt das alles nochmal ansehen. Da hüpfe ich falsch. So. Da kommt wieder der Schnupfen. Da wieder der Flieger, auf dem er jetzt surfen tut. Also ja, es ist komisch, dass man wirklich das Kapitel immer von neuem beginnen muss. Weil es war ja die Eiscreme eigentlich abgebildet, also habe ich gedacht, dass es da weitergeht.
So grün wie das aussieht, könnte das Pistazie sein. Ich mag ja Pistazien-Eis. So, jetzt ruft der Vogel gleich wieder alle zusammen. Und wieder zum Mond. Ich wünsche, man würde auch sehen, wann neue Kapitel anfangen. So, werfen wir wieder. Weil wenn das Spiel wirklich leider so kurz ist, dann kann ich in der Aufnahmesession gleich das ganze Spiel durchmachen. Auch wenn es dann ein bisschen schade drum wäre. So, Brot. Bezahlt. Und ja, ich gucke immer wieder ein bisschen, wie es mit den Kapiteln aussieht. Schon wieder der Ort, wo der Dachs den Vogel gejagt hat. Bist du ein Freund von unserem Vogel? Was haben die zwei jetzt auf dem Dach vor? Wollt ihr wieder einen Papierflieger falten? Thank you.
Dafür, dass er die Seiten so unsauber rausreißt. Und es geht genau auf. Also dafür, dass sie die Seiten so unsauber rausreißt, wird dann ein ziemlich sauberes Rechteck draus. Quadrat, ja, ich bin auch ein Quadrat. Was man ja sehr schön dann zu einem Papierflieger falten kann, die einzelnen Teile. Außer er hat sie dann doch irgendwie zusammengeklebt, aber wie soll das dann fliegen? Ja, man merkt, das ist alles irgendwie nur ein Traum. Okay, wir können fliegen und wir können Gas geben. Und sind schon im nächsten Bereich. Wir fliegen jetzt gerade in die Berge. Die Hintergründe sind schon mal schön gemacht. Ach, ein Nest sollen wir für dich suchen. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht zurück. Doch, hier sind wir wieder in der Stadt. Wollen wir aber nicht hin. Außer wir müssen in die andere Richtung. Ah, hier. Fliegende Insel mitten in der Mitte. Klar, warum nicht? Ach ja, toll, was es mit den Muffins auf sich hatte, wissen wir auch nicht. Okay, jetzt sind wir am Strand. Hier sind wahrscheinlich Südseevögel. Papageien oder so. Und wir sind schon an dem Stück angekommen. Ah ja. So, nächste Station. Sieht nach Steppe oder so aus. Auch das Nest ist es nicht. Habe ich eigentlich gerade gesagt, dass ich mich wundere, was aus den Muffins geworden ist, die wir mitgenommen haben. Oh, hier liegen sogar schon Eier drin. Und das letzte Nest. Thank you.
das war unser kleiner Ausflug. Und ja, natürlich fliegen alle Seiten zurück ins Buch. Die Tierärztin. Ach so, auf der Straße treffen wir sie. Und sie läuft unten nach. Ja, wir sind schon beim vorletzten Ding angekommen. Was heißt vorletzten, vorvorletzten? Und ja, aus dem Zimmer raus, wieder auf die Straße. Einfach mal so durch jemanden durchgehen. Oh, wir betreten mal den Schulflur von dieser Seite. Und ja, ich denke, ich werde das durchmachen. Oh. Ernsthaft? Ja, zwischen den Enten getarnt. Was soll die Mario-Anspielung jetzt? Ja, ein Ich ohne Gesicht. Hat die Lehrer die Lehrerin und die Tierärztin eingesperrt. Creepy.